Aha, das sieht auch interessant aus. Da ist auch wieder... Ich weiß nicht, was mit dem Material passiert ist. Das wirkt ja so wie eine Haut, aber das wirkt so, als wäre das alles verbrannt worden und dass das nach und nach wieder erstarrt wäre. Also, das sieht nicht sehr freundlich aus. Hm. Nein, 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 nicht sehr schön. Und jetzt kommt unser Scharfrichter sehr wahrscheinlich wieder, oder? Nein. Okay, wir haben ein 4x4-Feld. Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spielt deine Bewegung. Okay, sehr gut. Das heißt, wir spielen jetzt ein bisschen Mirroring oder Mirror Play oder wie man das nennen will. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Okay, das heißt, dann dürfen wir da wohl nicht weiter. Meide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Auf dem Bild sehen wir jetzt zwar eigentlich einen Springer, aber egal. Der Unterschied zwischen Läufer und Springer sollte dann schon deutlich sein. Oh Gott. Schachpuzzles müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Okay, das sollte ich hinkriegen. Ja, das ist ja noch einfach. Sehr schön. Kommen direkt mehrere hintereinander? Okay. Okay. Ja, dann laufe ich einfach so und mach das. Ah, sehr schön. Das heißt, es blockiert beide Bauern. Sehr schön. Wie? Ich habe doch beide Rätsel gelöst, dann will ich auch, dass beide Türen offen sind. Pah. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nee. Ja, aber schönes kleines Rätsel, so mit Einbezug der Schachfiguren. Mal schauen, wie das mit den folgenden Rätseln dann so sein wird. Ist zumindest mal wieder so ein neues Element und neue Elemente erfrischen das Spielerlebnis. Nein, habe ich von erfrischen geredet? Ja, meinte ich den Scharfrichter? Bestimmt nicht. Auge, Schnauze. Ja, okay. Das ging ja dann doch einfach. Ja, Tür geht auf. Sehr schön. Haben wir hier sonst noch irgendetwas zu sehen? Da hinten ist das Bild der Herzkönigin. Die sieht auch wieder recht diabolisch aus. Und was haben wir hier? Hier haben wir wieder Zähne. Und Zähne. Und eine Erinnerung. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Ja. Das stimmt soweit. Wenn es keinen anderen Weg gibt, das Zimmer zu betreten oder zu verlassen. Wieso muss der Scharfrichter immer bei der Herzkönigin rumhängen? Das sieht wieder so aus, als müsste ich rennen. Ja, ich wusste es. Nicht nett. Ach, falscher Knopf. Laufen, laufen, Alice. Rosa. Das ist immer mies, dass man durch solche Perspektiven nur weiß, man will weg. Sehr gut. Aber man nicht genau weiß, Jin. Okay. Dass man aber nicht genau weiß, wohin es geht. Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Nö, ich bin ja jetzt nicht der einzige Eindringling, der hier seit wahrscheinlich Jahrhunderten von Jahren gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht die Zeitrechnung. Hell fucking yeah! Im falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame Defarge, eifrig strickend, während verdienstvolle Häupter von der Guillotine rollen. Ach, das waren noch Zeiten. Machen wir das erstmal kaputt? Und ernsthaft, sehe ich das hier richtig? Die Größe des Kopfes im Vergleich zu dem Körper. Diese Fliegerbrille mit den runden Gläsern, diese Gestik des Skeletts. Ich wusste nicht davon, aber ist das jetzt
Das muss ein Hinweis auf Psychonauts sein. Das hier ist Rasputin. Der hier auf dem Herz sitzt. Cool. Also noch viel cooler ist ja eigentlich, dass ich jetzt so das Psychonaut Let's Play beendet habe. Ja, cool. Das finde ich sehr nice. Wobei ich jetzt nicht weiß, was Spicy Horse mit Double Fine oder Psychonauts genau zu tun haben. Aber sehr interessant. Damit hätte ich jetzt bei weitem nicht gerechnet. Cool. Das ist cool. Da denke ich, da habe ich das Let's Play beendet. Und dann kommt sowas. Dann kommt das Spiel in einem anderen Spiel vor. Gameception. Ja, ich höre noch was. Aber hier drin ist das wohl nicht, oder? Nee, das scheint wohl in einem Nebenraum zu sein. Ab. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendetwas übersehen? Ja, hier Feinde. Feinde, ja, okay, das heißt, ich darf jetzt wieder etwas schnetzeln. Gepanzerte Kartenwache. Sieht ja auch nett aus. Okay. Sehr cool gemacht. Okay, was machst du? Kann ich die Rüstung von dem irgendwie kaputt machen? Ich glaube, ich muss den hinten treffen. Das heißt, ich muss ihn erstmal dazu bringen, dass er auf den Boden schlägt. Autsch. Na gut. An sich nicht sonderlich schwer. Nur ein bisschen mit dem Timing aufpassen. Na komm. Autsch. Was ist da? Kommt direkt noch Besuch von anderen. Ach Gottchen. Du hast bestimmt doch deine Freunde, wenn du kannst, oder? Naja, ich will erstmal nicht drauf wetten. So. Danke, liebe Steuerung, für nichts. Wo auch immer der jetzt hinschlagen wollte. Naja, die Richtung war schon besser. Liebe gepanzerte Kartenwache. Na, lass mich doch richtig stehen. Ach komm schon. Na bitte, war's das? Und jetzt wie durch Wunderhand geht die Barrikade weg. Na gut. Na, das ist halt Spielprinzip. Spielprinzip. Das sieht eigentlich nach einer sehr schönen Couch aus. Sehr schön. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Und ich brauche wieder ein paar Lebenspunkte. Wäre schön, wenn hier jetzt mal wieder so eine Lilie wäre. Eine Lilie der Heilung. Ne, Moment, war das eine Lilie? Habe ich das richtig im Kopf? Oder was war das? Ich denke, also diese Heilungspflanze. Ich brauche eine der Heilungspflanzen. So einfach. Na, das ist aber nicht sehr freundlich. Was war da unten? Ach so. Hopp. So. Ach so, ha. Da.
Jetzt wäre ich da fast dran vorbeigegangen. Obwohl ich den gerade noch gehört habe. So. Aber funktioniert. Ja, aber... Von hier komme ich da nicht drauf. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Jump. Und hier drauf. Ich bin verwirrt. So. Ab hier drauf. Danke. Wow. So. Das können wir kaputt machen. Und dann kommen wir hier rein. Sehr schön. Bitte richtige Richtung. Andächtiger Gottesdienst, schöne Musik, geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeitbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. War unsere Schwester dran schuld? An dem Feuer? Und ich sehe hier noch etwas. Eine Flasche. Und an die kommen wir auch noch. Sehr schön. Aber jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Blub. Ab drauf. Sehr schön. Ist hier sonst noch etwas? Dort ist noch das... Ah, okay. Das Zeichen der Flasche. Auf damit. Sehr schön. Genau das, was ich... Wow, brauche. Hilfe. Flasche über Flasche. Und auch dieses Mal würde ich sagen, wir kommen schnell voran. Oh, ich muss da natürlich etwas draufsetzen. Sonst wird das problematisch mit dem Höher kommen. Hoch hin. Was? Alice ist zu schwer. Nicht so schön. So. Können wir das machen? Solange es hier diese Plattformeinlagen gibt, muss ich mir keine Sorgen um den Scharfrichter machen. Das ist doch schön. Zack. Und hopp. Oder etwa doch? Na. Na, hau du erstmal wieder irgendwo auf den Boden. Danke. Was? Oh nein. Ihr fliegenden Mistsäcke. Hier, schlag erstmal auf den Boden. Dann habe ich Ruhe. Ah, verdammt. Okay, okay. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hör auf, dich zu verstecken. So, einer weniger. Sehr schön. Und jetzt habe ich dich auch anvisiert. Zeig dein Gesicht. Du Wesen des Verfalls. Dab, 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 dab. Und jetzt wirst auch du aufgeschnitten. Wow, das ist immer so knapp. Was? Wohin ist der denn jetzt angerannt? Langgerannt, nicht angerannt. Schlag auf den Boden. Schlage fest zu. Autsch, nicht auf mich. Weg hier. Wasa. Du. So. Ja, die Kameraperspektive ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber man muss versuchen, damit umzugehen, was man hat, nicht wahr? So, wo geht's hier jetzt weiter? Dort geht's weiter. Okay, das heißt, es war eigentlich total nutzlos, dass ich hier auf die Plattform gegangen bin, oder was? Pflanze? Hebel. Blume. Ich will die Blume. Das ist doch so eine Heilpflanze. Wo ist die? Hier. Wo soll... Ist die hier unten? Nein. Wo soll die denn sein?
Verdammt nochmal. Zack. Machen wir das halt einfach weiter. So. Kommen wir hier drauf. Ist hier noch irgendetwas? Anscheinend nicht. Oh mein Gott, ich kann gleich schon wieder etwas aufwerten. Ach so, wir hätten den Kampf ohnehin machen müssen, weil sonst hätten wir den Hebel gar nicht freilegen können. Na gut. Das Tor geht auf. Und ich habe das Gefühl, der Scharfrichter meldet sich gleich wieder. Zip, dip, dip, dip. Ist hier noch irgendetwas? Nee, 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 nee. Dann nicht. Schade.